noch. Leverkusen gegen Zürich zeigen wir dann am Donnerstag live. Heute Nachmittag live zeigen haben wir Basel gegen Lugano. Und Basel hat ja zwar die letzten 5 Meisterschaftsspiele nicht mehr verloren, aber so richtig happy ist mit dem ganzen Umfeld vom Verein trotzdem nicht. Und wenn man den Kritikern nicht noch mehr Stoff wollte liefern, dann hätte man heute dringend einen Dreier einfahren gegen Lugano. Gegen Lugano geht es für den FCB um viel. Im letzten Heimauftritt enttäuschten die Basler mit einem Unentschieden gegen Xamax. Wiedergutmachung heißt es also für die Gastgeber. Lugano aber startet aufsässig. Botani kann nur mit einem Foul gestoppt werden. Gelb schon in der 4. Minute für Xhaka, der heute wieder als Innenverteidiger aufläuft. Dem Bianconeri gehört die erste Möglichkeit. Nach dem Schuss von Marchangelo muss Jonas Omlin noch eingreifen. Die Antwort der Basler kommt mit Tempo. Kevin Bua im Zusammenspiel mit Ayeti. Das unnötige Foul von Marchangelo, seine Hände waren oben. Freistoß mit Zuffi oder Bua. Kevin Bua macht das Ding, 11. Minute 1:0. Und wie frech er das macht. Da kann Da Costa nichts ausrichten, denn seine Mauer springt geschlossen hoch und öffnet die Lücke. Zum 6. Mal diese Saison geht Basel in der Startviertelstunde in Führung. Diese 15 Minuten sind eben um, als sich der FCB nach vorne kombiniert. Van Wolfswinkel. Ayeti im Zusammenspiel mit Fabian Frey, die Top-Möglichkeit, die Da Costa vereitelt. Es ist ein äußerst ansehnlicher Beginn des FCB. Ecke für die Basler. Ayeti mit der Möglichkeit. Erneut ist rot-blau nah dran. Über eine halbe Stunde ist um. Lugano hat seit der 5. Minute nicht mehr aufs Tor geschossen und bringt auch sonst wenig auf die Reihe. Brlek mit dem Aussetzer. Kevin Bua erbt und nutzt die Lücke. Er macht sein 2. Tor heute Abend. Hochverdient gehen die Basler mit 2:0 in Führung und wieder ist Da Costa ohne Chance. Die 2. Halbzeit bringt erstmal Altbekanntes. Brlek erneut mit einem fatalen Ballverlust und dann überfordert der FCB seine Gegner. Frei auf Bua. Da Costa bereinigt, das Chaos aber bleibt im Lugano-Strafraum. Nochmal Kevin Bua. Erst jetzt haben die Luganesi Ruhe und wenig später einen Corner mit Marchangelo. Der Anschlusstreffer für die Gäste aus dem Nichts und kurios. Van Wolfswinkel ist erst nah dran am Foulspiel an Sulmoni und trifft dann ins eigene Tor. Nur noch 1:2. Das Resultat schmeichelt den Gästen aus dem Tessin. Im letzten Heimspiel haben die Basler einen 2-Tore-Vorsprung noch preisgegeben. Das wollen sie jetzt verhindern. Fabian Frey, alles richtig gemacht. Nur der Pfosten steht dem 3. Basler Treffer im Wege. So bleibt die Partie offen und sie geht jetzt auf und ab. Brlek auf Gernt. Der wurde eingewechselt. Und Chiri Fedaisan entscheidet auf Elfmeter. Die Sache scheint zunächst klar, aber in der Verlangsamung etwas anders. Schömert kommt zu spät, Gernt aber tritt dem Verteidiger selbst aufs Bein. Ein umstrittener Entscheid. Jonathan Sabatini lässt das kalt, der Ausgleich in der 79. Minute. Jetzt muss der FCB reagieren. Und das tut er. Ricky van Wolfswinkel schießt die Basler wieder in Vorteil. Nur 4 Minuten nach dem Ausgleich ist die Welt für die Basler wieder in Ordnung. Und dennoch bringt Marcel Koller seine Unzufriedenheit zum Ausdruck. Chiri Fedaisan schickt den Trainer auf die Tribüne. Die Schlussphase erlebt Marcel Koller so nicht mehr von der Seitenlinie. Aber es klappt auch so mit dem Dreier vor eigenem Publikum, auch wenn die Basler am Ende noch zittern mussten. Wir gewinnen 2:0, kein Problem. Und dann, dann machen sie ein Tor, ja, dann später noch die 2.
und mit dem Penalty. Und das ist immer schwierig in den letzten, glaube ich, 10 Minuten. Aber wir haben das gemacht. Wir haben noch ein Tor gemacht und haben die drei Punkte hier im Stadion gehalten. Fulvio Sulmoni, man war sehr nahe dran, etwas zu holen hier in Basel. Was war es, was zum Schluss doch gefällt hat? Ja, vielleicht ein bisschen Aggressivität in stehenden Bällen. Also wir wissen, dass Basel stark ist auf stehenden Bällen. Und ja, es hat etwas gefällt. Knapp und verdient. Der FCB feiert gegen Lugano einen wichtigen Heimsieg.